meine Freunde, JB ist am Start. Endlich wieder mit Graf zu dem Attack. Ich war lange nicht mehr da und ihr werdet jetzt erfahren, warum. Oh, es geht ab. Fucker. Ah, stirb. So. Nice. Protection 1. Ja, ich war nicht da, denn wenn mir die Leute auf Twitter folgen, dann wisst ihr, dass ich 10 Tage lang arbeiten war, 11 Tage sogar, und dann am 11. Tag, wo ich nach Hause gekommen bin, musste ich in die Notdienstpraxis zum Onkel Doktor, weil ich hatte so, kennt ihr das, wenn euch die Hand einschläft? Wenn ihr irgendwie auf der drauflegt und dann schläft euch die Hand ein. Das hatte ich an beiden Armen komplett den ganzen Tag lang. Ja, es war nicht so witzig, muss jetzt ein bisschen auf mich achten. Und ein bisschen aufpassen, dies, das. Nächste Woche wieder zum Onkel Doktor. Und dann sagt er, oh, cool, alles okay. Und dann lebe ich wie immer. So, jetzt wisst ihr, warum keine Videos kamen. Und jetzt geht es weiter mit Craft Attack. Es hat sich hier einiges getan. Guckt euch diese Buildings an. Und das, glaube ich, Petrits Turm. Falls ihr wieder sowas macht. Ja, hier ist jetzt so eine komische Treppe. Bei mir hat sich nichts verändert, außer dass hier ein Creeper explodiert ist und es nicht gefixt wurde und meine Schafe aus irgendeinem Grund grün sind. Aber beim letzten Mal, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe, war ich noch mit dem lieben Zander unterwegs. Und ihr seht, ich habe da so ein paar Sachen aus der Höhle rausgeholt, möchte ich mal sagen. Und das werde ich jetzt noch schmelzen müssen. So, Redstone lassen wir direkt mal in Blockform hier. So. Zack. Zap, zap. So. Ja, das andere wird noch geschmolzen. Ein bisschen Dias habe ich auch noch gefunden. Sind jetzt bei 5 Stück. Und natürlich die Diamond Spitzhacke und das Schwert. Und die möchte ich jetzt verzaubern gehen. Wir sind nämlich bei der lieben Eve. Und die hat uns in ihre Verzaubern-Lounge eingeladen. Jetzt kommt es auch gerade vorbei. Und mal schauen, was ich so auf meine Spitzhacke und mein Schwert bekomme. So. Nehmen wir mal rein. Und hier kriegen wir Efficiency 4. Oder hier Smite. Gut, dann nehme ich mal die Efficiency und hoffe, dass da noch was Gutes mit drauf ist. Ja, ist ganz in Ordnung. Ist ganz in Ordnung. Und aus Schwert kriegen wir jetzt Looting 3. Ja, perfekt. Ah, Bane of Arthropods leider. Aber immerhin Looting 3. Was Besseres kann man sich nicht wünschen. Wo denn? Ihre Verzauberlounge. Hast du noch mehr so XXX-Räume? Richtig düster hier. Ja, oben. Komm, dann machen wir mit Eve mal gerade eine kleine Rundführung hier. Secret Lagoon Red Velvet Club. Was ist denn los mit? Oh. Hallo Eve. Mhm. Soll ich mal. Ups. So. Danke, dass ich deinen Tisch nutzen durfte. Antwortet sie noch was? Ach, guck mal, sie hat eine kleine Hütte für ihr Hühnchen gemacht. Ist ja niedlich. Okay, zurück zu unserem Haus. Und kaum sind wir auch wieder zurück, sind die ersten Stacks hier fertig. Und wir können direkt nachlegen. So, und falls ihr denkt, aus letzter Season ist mir nichts Neues für einen Ofen eingefallen. Da habt ihr falsch gedacht. Ich habe mich nämlich von jemandem inspirieren lassen
und habe wieder vor, einen ziemlich geilen Ofen zu bauen. Das wird aber Material für eine andere Folge. Denn heute werden wir jetzt erstmal unser schönes neues Schwert ausprobieren. One Hit. Nice, meine Freunde. Nein, wir werden natürlich nicht nur unser neues Schwert ausprobieren. Wir werden uns auch mal anschauen, was wir hier aus der Ecke machen können, nachdem ich mir eine neue Spitzhacke gecraftet habe. So, dafür brauche ich 1, 2, 3 Eisen und ein bisschen Holz. Zack. So. Alles klar. So. Ja, das hier soll ja unsere kleine Basis werden, möchte ich fast sagen. Unser kleines Zuhause von JB Fairweg. Ach so, hier waren noch Sachen drin, die er mal für mich mitgenommen hatte. Und wie gesagt, das hier soll so ein bisschen mein kleines Zuhause werden. Hier diese Höhlenecke. Und hier versuchen wir alles reinzukriegen. Hier ist noch ein Schaf. Oh, was war das? Das war ein Glitch. So, hier fehlt noch Dirt. Das muss ich dann auch noch auffüllen. Ja. Und hier der Stone kommt noch weg, damit man auch hier schön das hier sehen kann. Seht ihr, ich wusste, ich brauche eine neue Spitzhacke. Ansonsten müsste ich jetzt zurückrennen und wieder neue machen. Und jetzt habe ich alles schon. Ja, dort habe ich gerade keinen dabei. Aber jetzt müssen wir als nächstes überlegen, wie wir das Ganze aufteilen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier sowas gemacht habe. Doch weiß ich schon noch. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Konzept durchziehen möchte. Ich habe mir auch eigentlich ein Stack Cleanstone gemacht. Ah, sogar mehr als ein Stack. Womit wir ein bisschen die Umgebung wieder hübscher machen können. Zum Beispiel das hier, das hat mich schon sehr lange gestört. So, hoch. Jetzt sieht das schon mal schön aus. Hätten auch eigentlich gleichzeitig noch ein bisschen Dirt mitnehmen können. Ja, das sieht besser aus. So. Habe ich überhaupt Dirt? Ja, tatsächlich habe ich Dirt. Dann werden wir das nämlich da jetzt auch noch hinklatschen. So. Kann das Gras hier noch weiter rüber. Und es wird Zeit, dass ich mich hier drum kümmere. Also ich will auf keinen Fall, dass hier drin irgendwie Gras oder sonst was ist. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall noch beseitigen müssen. Genauso wie das hier. Komm, hier kann man direkt Stone reinballern. Ich bin noch am Überlegen, ob hier drunter was kommt. Dann müssten wir diese Stützen weiter runterziehen. Und dann müsste ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ausheben. Allerdings hätten wir dann auch die Möglichkeit, hier unten raus noch irgendwas zu machen. Was, glaube ich, ganz cool wäre. Also ich bin im Moment so in meiner Findungsphase, was meine Base angeht, ja. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, ich nehme jetzt hier mal so ein bisschen weg, dann hätten wir hier natürlich diese hohen Zäune, möchte ich sie nennen. Und wir müssten dann, erinnert ihr euch, ich habe hier gerade eben noch Cleanstone hingesetzt, damit das schöner aussieht. Aber wenn wir dann irgendwie so hier runtergehen, dann könnte man hier unten auf jeden Fall cool was machen darunter, wenn man dann hier die Stützen so hinsetzt. Das sieht auch, glaube ich, gar nicht so kacke aus. Ja, irgendwie sowas und dann hier unten wieder habe ich noch die Treppchen. Vielleicht können wir hier unten dann Cobblestone-Treppen machen. Ich glaube, das sähe ganz cool aus, weil das ist ja dann so gesehen so ein bisschen, ja, ich sag mal Kellerbereich vielleicht. Ich meine jetzt mal vier Stück. Wir haben die dann irgendwie so und so. Na, ich weiß noch nicht. Da muss ich auch ein bisschen rumprobieren. Ich könnte mal jetzt auch schnell die anderen Treppen machen.
mit Gleanstone, da. Ach. Ich bin ja ein Depp. So. Jetzt darf man die Treppen. Herrlich. So. Gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht, glaube ich, auf jeden Fall besser aus. Müssen wir schauen, dass wir dann hier noch irgendwie so was machen. Wobei das jetzt nicht so ganz passt. Ja, das ist wieder viel Rumprobiererei. Aber ich glaube, dass hier unten mache ich so. Vielleicht schaffe ich es hier unten, den Ofen hinzubauen. Das wäre natürlich nice, dass wir irgendwie... wir könnten das hier so abfällig machen, dass hier noch eine Stütze hin kann. Ja, irgendwie so. Aber dass man dann hier nur noch so durchgucken kann. Versteht ihr, was ich meine? Dass man letztendlich hier dann hier hintergehen kann. Und ja, den Ofen muss ich erstmal selber irgendwie in Creative bauen. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren, wie ich das machen will. Ich habe auf jeden Fall eine coole Idee. Werde das wahrscheinlich auch mal in einem Livestream machen, dass ich hier dann da vorbaue. Und habe ich Kohle? Ja. So. So. Und ja. Was aus dem Rest der Höhle wird, das weiß ich noch nicht. Und ich muss noch mal überlegen, ob wir das überhaupt so lassen. Ich glaube, wenn, dann werde ich auf jeden Fall noch Slabs hier unten reinmachen, damit man den Dirt nicht sieht. Das heißt, ich müsste dann noch eins tiefer und dann vielleicht auch mit Slabs arbeiten. Wobei ich dann wieder Probleme habe, irgendwie Lampen zu verstecken oder so. Aber da wird mir schon irgendwas einfallen. Dann könnten wir mit den Stützen auf jeden Fall auch noch was anderes machen, dass sie irgendwie eins länger sind. Und dann mal gucken. Irgendwie sowas. Ja, mal schauen. Vielleicht mache ich auch nur das als rein und dann ist hier so ein Guckloch. Das ist alles Ausprobiererei. Freunde, ich würde sagen, ich baue ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Dass man dann hier irgendwie hier unten reinkommt. Hier hat man schon so ein Guckfenster und da auch. Und dass dann hier irgendwie der Ofen sein wird, von dem ich euch jetzt schon mehr als genug erzählt habe, den ich aber noch ausprobieren muss. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Folge jetzt schon so lang geworden ist durch die ganze Erzählerei. Und deshalb war es das auch erstmal wieder mit dieser Folge Craftwerk. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn nicht, tja, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Dafür setze ich jetzt einen Dirtblock dahin. So, ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss.